Yuri, sag mir bitte, dass du weißt, wo Lee ist. Wir haben ein Video von jemandem im Café. Offenbar ist er nach dem Unfall in eine schwarze Limo gestiegen. Schwarze Limo, super. Lass mich ausreden. Wir kennen Teile des Kennzeichens. Einer meiner Jungs hat eine passende schwarze Limo auf einem Parkplatz näher Canal und Hudson gefunden. Du bist echt gut, Yuri. Bin unterwegs. Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Saubman am Start für euch. Hallo? Ja, hallo. Funktioniert das? Dr. Michaels? Wie rufen Sie mich an? Habe ein Sable-Funkgerät geborgt. Also, den Teufelsatem würde man an wichtigen Knotenpunkten freisetzen. An Flughäfen, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Dann verbreitet er sich wie ein Lauffeuer. Verdammt, warum entwickelt Oscorp eine Biowaffe in der Stadt? Macht man das nicht in der Antarktis? Der Teufelsatem ist wichtig für Norman. Er ist seit Jahrzehnten davon besessen. Das Projekt verstößt gegen alle Gesetze und Regelungen, aber das interessiert ihn nicht. Wenn die Stadt das erfährt, war es das mit der Wiederwahl. Nicht nur das. Er käme in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie trifft doch dieselbe Schuld wie Norman. Ja, absolut. Aber Lees Aktionen waren ein Weckruf für mich. Wir haben die Risiken viel zu lange ignoriert. Ich vertraue dir, Spider-Man. Du bist der Einzige, der das Richtige tun will. Bitte, schütze die Stadt vor unseren Fehlern. Alles klar, ja gut, das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ja, Freunde, sehr geil, dass ihr wieder angeschaltet habt und am Start seid. Schön, ne? Das ist sehr schön. Oh, was ist das denn? Warum ist denn direkt wieder Action? Oh Gott. Was ist denn hier los? Okay, da werde ich kurz mal für Recht und Ordnung sorgen, Freunde. Ja, wie gesagt, nice, dass ihr wieder am Start seid. Wie denkt Sables Team über unsere besondere Beziehung? Sie lieben es. Ja, sie lieben es. Sollten sie je rausfinden, was du alles von ihr erfährst? Wäre eine Zelle in Records wohl mein kleines Problem. Ich will dich nicht in Gefahr bringen, wenn es besser ist, den Kontakt abzubrechen. Nichts da. Die Stadt braucht uns beide. Jetzt mehr als je zuvor. Ach, vergiss, Sable. Wir machen so weiter. Deshalb bist du die Beste, Yuri. Nichts kann dich erschüttern. Aber hallo. Oh! Der große Mann will mir wehtun. Oh mein Gott. Oh! Das meine ich. Der Große ist so ekelhaft zu bekämpfen. Alter, wie lange ist der gefesselt? Geil. Geil, geil, geil! Komm her! Es geht drauf hier, du kleine Ratte. Oh, der Dank in euren Gesichtern ist mehr wert als jedes Dankeschön. Oder ist das verstanden? Alles klar. Was denn, Brudi? Was denn, Brudi? Mein Gott. Leute, wie gesagt, geil, dass ihr wieder am Start seid. Und vielen, vielen Dank an die Supporter draußen, die mich immer noch unterstützen bei dem Projekt. Superhelden haben nicht viel Zeit für Körperpflege. Immer im Stress. Immer im Stress, ja. Ist vielleicht auch ein Grund mit, dass du nicht mehr mit deiner Alten zusammen bist, weil wer will denn schon einen stinkenden Typen haben, oder? So ein bisschen Pflege gehört doch dazu. Auch als Kerl, so. Ich meine, rumstinken oder... Naja, egal. Lassen wir das. Felicia ist sehr fleißig. Aber ich hol auf. So, machen wir das auch nochmal? Mal zuschlägt. Ja, doch bestimmt da, wo das Ding war, oder nicht? Miau. Ja, tatsächlich. Oh und mein Gott. Landswohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Yeah. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden. Wahrscheinlich. Sie einfach Bargeld stehlen. Genau. So, lass uns das auch nochmal machen, weil Herausforderungen brauchen wir nämlich auch noch. Und wer weiß, Junge. Wenn der Gaming-Gott es möchte, vielleicht Kampfherausforderungen. Okay. Eine Gruppe Söldner will einen Diplomaten töten. Beeil dich besser. Oh, komm schon. Kampfherausforderung kriege ich vielleicht auf drei Sterne, sag ich mal. Aber diese Geschwindigkeit, da bin ich zu schlecht. Da bin ich einfach bisher zu schlecht. Ich sollte den Kerl lieber retten. Schaltet ihn aus! Wahrscheinlich. Augen auf, das ist keine Übung. Ja, wahrscheinlich. Jawohl! Komm her jetzt hier!
Okay. Ich glaube. Ich glaube, ich muss sie. Oh mein Gott, was? Ich glaube, ich muss sie auf jeden Fall ausschalten, damit ich die Punkte bekomme. Und nicht irgendwelche coolen Moves machen, oder? Ich weiß nicht. Ja, Junge, geh doch mal zu dem denn. Yo, jetzt schlägt er mich auch noch angeblich. Lass mich verarschen. Wahrscheinlich hat er mich getroffen, während ich mich an den Gegner ranziehe. Ich gebe schon mein Bestes, Freunde. Ich gebe schon mein Bestes. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Punktezahl ich erreichen muss. Bin ich gut dabei? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe auf jeden Fall eine mega krasse. Nah der Perfektion. 20.000 nur. Du hältst dich zurück. Bin super scheiße einfach. Mir reicht es, Verbrecher zu stoppen. Ich muss sie nicht töten. Halt dich nie zurück. Ich tu's nicht. Der hat oh Probleme. Oh mein Gott. Der hat vor allem die Probleme, wie er redet, Alter. Was soll das? Also, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, beziehungsweise einige hatten ja auch schon geschrieben, sind der gleichen Meinung, so wie ich, dass die Synchro nicht die allerbeste ist in Spider-Man. Leider, leider. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe auch überlegt, wie ich das finden würde, wenn Spider-Man die Stimme bekommen würde vom aktuellen Spider-Man. Vielleicht hätte das gepasst, aber wahrscheinlich eher nicht, weil er doch zu jung ist. Aber ja, wie gesagt, man muss nun mal Spider-Man hier in dem Spiel vergleichen. Man gewöhnt sich dran. Ist jetzt keine Vollkatastrophe oder sowas. Ich würde schon sagen, dass sie gut ist. Ja, gut. Aber ein Kratos oder Nathan Drake ist überragend gesprochen in Deutsch, muss ich sagen. Und das ist halt so. Das ist halt so der Punkt. Die Dämonen haben eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Jungs, nicht erschrecken, aber ich glaube, die Korps. Ich wollte eigentlich zur Mission. Ich wollte eigentlich wirklich zur Mission. Aber das machen wir denn jetzt noch. Räuber unser Dan. Mit Spiel? Endstation. Endstation. Und raus da. Komisch. Den kann ich gut aufhalten, wa? Aber so ein Auto. Ich muss sie von den Zivilisten. Verstärkung. Zieht ihr Dämonen eigentlich die Masken an, wenn ihr ankommt, oder lauft ihr immer so rum? Das ist eine gute Frage eigentlich. Sag mal, wieso treffe ich die Kackpratze nicht, Alter? Wieso wechselt der eigentlich immer meine Ausrüstung? Ich war doch die ganze Zeit auf Netzbombe. Wieso wechselt er das immer automatisch wieder zurück? Das geht mir dezent auf den Sack. Das hat er abgewehrt. Der hat die Netzbombe abgewehrt. Aha. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt für mich eigentlich. Jo, er entkommt allem. Dem aber nicht, Junge. Muss halt zu anderen Mitteln greifen. Muss ich einfach so lange in der Luft behalten, bis ich kaputt geprügelt habe. So. Kleines Rattenkind, Junge. Kleines Rattenkind. Mein Gott, ey. Das ist schon dezent nervig. Weil ich dachte in dem Moment, gerade wo ich geschossen habe, dass ich meine Netzbombe noch im Inventar habe. Aber gut, alles klar.
Es ging ja gut. Alles in Ordnung, Freunde. Ich weiß, ihr hattet schon ein bisschen Angst um mich und Spidey. Aber keine Sorge. Ich mach das schon. So, genauso wie ich das jetzt mache. Und zwar zu nehmen müssen wir von Doc. Jo, alles klar. Ich wollte Ihnen danken. Ihre Arbeit an den neuralen Schnittstellen war einmalig. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was das bedeutet. Ihr schwant allmählich, wie mächtig und hinterhältig die Kräfte sind, die sich gegen wahre Visionäre stellen. Aber es ist bald soweit. Versprochen. Ich tue alles für unseren Erfolg. Mächtige und hinterhältige Kräfte. Das klingt gar nicht gut. Ja, das klingt... Ich sollte mal bei Doc vorbeischauen. Das hatten wir noch beim letzten Mal schon. Spidey. Mist, der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Auf Rambo Girl machen. Die denkt, sie ist Rambos Tochter. Das ist immer so. Das ist immer so nervig. Das ist immer so nervig. Ich mag sowas eigentlich gar nicht. Nein, sie ist ja ein schlaues Köpfchen, so, aber... Etwas in Grand Central, aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Geil, Alter. Central Station. War jemand von euch schon mal dort? Das sind aber viele Oscorp-Sachen. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter, sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf dem Schlachtfeld um über 94%. Das wäre ja gut. Wäre eigentlich was Gutes. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mithilfe von Schallwellen auflädt. Schon in wenigen Monaten werden Sie ein Telefon kaufen können, das nie an die Steckdose muss. Das wäre auch geil. Cool. So. Wo haben wir denn noch ein paar... Da, vorne. Oscorps revolutionärer Bioverstärker Focus stärkt das Nervensystem Ihres Körpers, damit Sie mehr als 72 Stunden wach und aktiv sein können. Und das ohne Nebenwirkungen. Wir bei Oscorp machen Ihnen damit das größte Geschenk. Zeit. Ja. Das wäre echt ultra krass. Weil das Höchste, das was du nicht kaufen kannst, ist Zeit. Was ist das, Hologramm? Oh, ich will auch. Und los. Oh. Wie sehe ich aus? Wie cool. Das ist die Zukunft. So krass. Ja, aber was soll man damit anstellen? Ich nehme drei von denen. Noch vor wenigen Jahren gab es optische Tarnung nur in Science-Fiction-Filmen. Aber dank Oscorps patentierter Magnetresonanzeinheiten sind Tarnfelder schon heute Realität. Probieren Sie es selbst aus und sehen Sie, wie Oscorp Ihre Welt jeden Tag besser macht. Unglaublich. Was ist das denn hier, ein Ghetto-Blaster? Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Moi!
Bürgermeister Osborns Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborn. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Jetzt beruhigt euch doch. Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Oh, krass. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit, sag Bescheid. Alter, wie geil ist das denn jetzt? Die Zusammenarbeit. Okay. Ich bin bereit. Achtung. Das ist immer. Wie geil ist das denn jetzt, wie die zusammenarbeiten, ne? Das Team Action. So, jetzt beweg dich doch mal. Gut. Weiter. Ich gebe mich nicht kampflos geschlagen. Oh mein Gott, Alter. Moment! Beruhigen wir uns alle erstmal. Ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst. Lass ihn gehen. Bewegung. Oh Gott. Wo ist denn Spidey? Wo ist Spidey? Das ist geil gemacht gerade. Ich meine, dass sie in dieser Situation ist, ist natürlich wieder selten dämlich, aber... Okay. Sie kommen, spring über das Geländer. Oh, Scheiße. Sie dürfen mich nicht sehen. Freunde, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, es geht nämlich noch eine ganze gute Weile. Und das packen wir dann alles in den nächsten Part. Gefällt mir. Also wie gesagt, ich kann immer sowas nicht ab. Dass die Frauen immer so präsentiert werden. Die sind nicht in der Lage dazu. Sie sind zwar schlau, aber sie sind nicht in der Lage dazu, sich zu verteidigen. Gehen aber dann immer in die Action. Ich meine, es sind ja nicht irgendwelche normale Terroristen. Als wenn das nicht reichen würde. Es sind einfach Leute mit übernatürlichen Kräften. Was will sie da tun? Aber nein, sie ist natürlich wieder auf Rambo-Modus-Tour. Und das, manchmal nervt sowas wirklich. Aber gut. Was ist eure Meinung dazu? Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Würde mich riesig freuen, wenn ihr weiterhin das Ganze unterstützen würdet. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.